Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, was ist das? Weihnachtsmärkte, Budengassen, Hetzen, Eilen, nichts verpassen. Weihnachtsfeiern, Glühweinstände, oh weh, es fehlen noch Geschenke. Keine Zeit, um auszuruhen, denn es gibt noch viel zu tun. Festtagsessen, Gedanken machen, Bäumchen schmücken, Plätzchen backen. So rast sie dahin, die Zeit, denn Weihnachten ist nicht mehr weit. Schöner wäre es mit etwas mehr Besinnlichkeit. Nehmt etwas Tempo zurück, richtet auf den Sinn des Festes euren Blick. Dann ist Weihnachtszeit, für das sie steht, wenn jeder einmal tief in sich selber geht. Dieses Gedicht ist von Walter Etscheid. Guten Morgen. Ja, da sind wir wieder und ich mache das 11. Türchen auf. Ich habe schon mal geguckt, das ist hier, dadurch, dass das oben eingerissen ist, ist das untere auch eingerissen. Und hier ist die 11. So, und heute haben wir einen Stern. Oh, bin gar nicht im Bild. Heute haben wir einen Stern. So. Da. Da seht ihr den Stern. Ich kann den jetzt noch nicht essen, weil ich vorher Medikamente genommen habe. Ich muss noch warten. Aber sobald ich darf, werde ich den verdrücken. Ja? So sieht's aus. Ja, und dann gehen wir jetzt mal rüber und suchen die Nummer 11 von Mune. So, da sind wir wieder. Und jetzt gucken wir mal, wo die Nummer 11 sich versteckt. Ich weiß es schon, ich habe nämlich vorher geguckt. Da ist die Nummer 11 und die nehme ich jetzt weg. Und dann sehen wir uns gleich am Tisch wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. So, jetzt werde ich euch mal etwas hier runter machen, damit wir zusammen gucken können. So, hier haben wir sie also, die Nummer 11. Und guck mal, wie schön das wieder gestaltet ist. Und da raschelt es drin. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören konntet durch das Geknistere hier. Aber ich habe es da rascheln gehört. So, jetzt werden wir erstmal hier den Knoten aufpopeln. Ja, so wie Kleinchen gestern sagte, ich krieg den Knoten nicht auf. Natürlich. Natürlich. Bis jetzt habe ich noch jeden Knoten aufgekriegt. Seht ihr? Den ich aufkriegen wollte. Sagen wir mal so. Oder ich habe auch schon welche durchgeschnitten, weil es mir dann einfach zu lange gedauert hätte. Aber auf habe ich bis jetzt noch jeden gekriegt. So. Hier die 11 wird natürlich wieder verwahrt. Die Tütchen sind auch niedlich, aber ich habe nicht so recht solche. Ich glaube schon. Aber nur gut, ne? Man kann nicht alles verwahren. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich habe sowas bei Pahara schon gesehen. Das ist so eine Box. Guck mal, wie schön das ist hier. Mit dem Christmas hier vorne drauf und dann diese Banderole, die macht man so ab. Ne? Guck mal, so richtig edel sieht das aus. Ne? Und auch das gewählte Papier dazu. Huch, ich bin ein bisschen schwach. Ne? Das ausgewählte Papier, das ist so schön. Das macht es richtig edel. So, und jetzt gucken wir mal hier rein. Und guck mal. Das hat geraschelt. Ich
bin doch nicht dumm, ich habe doch Rascheln gehört. So, und zwar haben wir hier Badekristalle mit Pflegeöl. Mit Öl ist immer gut, das ist Avocadoöl, ne? Mhm. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das auch vertrage. Aber ich werde das einfach mal ausprobieren. Ich habe mir ja auch schon so ein paar Badesalze geholt und ich hole auch immer wieder welche, aber ich traue mich einfach nicht, die zu benutzen, weil ich habe eine Neurodermitis und wenn ich Badezusätze benutze, die eigentlich jeder nehmen kann, dann kann das passieren, dass meine Haut zu sehr austrocknet und ich am nächsten Tag dann aussehe, als hätte die Schlange sich gehäutet, ne? Auch wenn man mir das manchmal nachsagt, ich sei eine Schlange, die sich häutet. Ja, aber das dann zu erleben, ist nicht so schön. Ja, ich freue mich natürlich trotzdem über sowas. Und vor allen Dingen, hier kann man leider jetzt nichts riechen. Ich liebe es, an diesen Duftdingern zu schnuppern. Aber das hier klingt eigentlich ganz gut. Avocado hat halt sehr viel Öl und... Ja, bei Neurodermitis ist eigentlich wichtig, dass alles rückfettend ist. Aber damit sind eigentlich keine Öle und Fette gemeint, sondern man sollte darauf achten, dass die Zusätze reich an Pathenol sind, damit die Rückfettung der Haut funktioniert. Aber wenn die so viele Jahre, also mein ganzes Leben schon kaputt ist, dann wird sie sowieso nicht mehr richtig funktionieren. Ne? Von daher kann ich so auch ab und zu mal sowas ausprobieren. Das werde ich auch. Und ja, Avocadoöl ist da sicherlich nicht verkehrt. Liebe Mone, Dankeschön. Das ist ja auch eine Marke, das ist Kneipp. Und die werde ich ganz sicher ausprobieren, wenn ich hier mir alles durchgelesen habe. Kein Problem. Aber nur mit Lupe, weil das kann ich so nicht lesen. Entweder muss ich mit Lupe lesen oder ich halte das jetzt hier so in die Kamera und gucke mir mein eigenes Video anschließend an, damit ich ja alles lesen kann. Krass, ne? Liebe Mone, Dankeschön. Vor allen Dingen, dass du dir so viel Mühe gemacht hast, diese Sachen so hübsch zu verpacken, ne? Ich bin total begeistert. Ich glaube, ich hätte keine Geduld gehabt für sowas. Vermutlich ist das auch der Grund, weshalb ich an keinem Adventskalendertausch teilgenommen habe. Ich packe gerne aus. Nicht, weil es geschenkt ist, sondern ja, theoretisch müsste ich jetzt schon vereinbaren, mit wem ich im nächsten Advent den Adventskalendertausch machen würde. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe nicht so wirklich Nerven für diesen Weihnachtskram halt, ne? Ich glaube, ich klinge gemein. Obwohl ich mag Weihnachten. Es ist gar nicht so, dass ich Weihnachten nicht mag. Ich bin kein Weihnachtsbanause, ne? Ich mag Weihnachten und ich mag das drumherum. Aber so Geschenke verpacken, Besorgung, also ne, erst Geschenke besorgen, verpacken, das ist nicht so meins. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin auch heilfroh, dass ich dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum habe. Weil Weihnachtsbaum schmücken war jedes Jahr für mich eine lästige Pflicht. Ne, und auch die ganze Beleuchtung rausholen und an die Fenster kleben. Ich mag es, wenn es da ist. Ich finde es dann richtig toll, aber ich mag es nicht aufstellen und drapieren. Ich hoffe, ich habe jetzt erklären können, was ich damit meine. Ne? Also wirklich hier mein Gesteck, nicht Gesteck, ist ja kein Gesteck, mein Adventsdingens Deko. Das ist noch vom letzten Jahr über. Das habe ich im letzten Jahr gewurstelt.
Und das ist das einzig Weihnachtliche, was ich noch hier habe. Und die Beleuchtung beim Adventskalender, ne? Aber ansonsten habe ich nichts mehr hier. Und es ist auch nicht schlimm so. Ja, liebe Mone, ich hoffe, dir hat das Video heute wieder gefallen. Vor allem das Gedicht. Es macht mir immer viel Spaß, die Gedichte rauszusuchen. Und ich habe gestern Abend, Nacht, für alle Tage Gedichte rausgesucht und aufgesprochen, weil ich Angst hatte, dass ich in den nächsten Tagen nicht mehr richtig sprechen kann wegen der Erkältung. Und ich möchte aber trotzdem jeden Tag hier mein Gedicht vortragen. Ob ich reden kann oder nicht, ne? Ja. Außer für den 24. Da habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar kann ich euch jetzt schon sagen, das wird nicht nur bierernst sein, also nicht nur, es wird nicht bierernst sein, sondern wenn ihr auch am Heiligen Abend was zum Lachen haben wollt, dann kann ich euch garantieren, das werdet ihr haben. So. Ne? Auf jeden Fall finde ich das hier sehr schön, liebe Mone. Die Verpackung finde ich toll. Und das Badesalz werde ich mit Sicherheit noch ausprobieren. Wann, weiß ich noch nicht. Bitte entschuldigt, ich bin erkältungstechnisch sehr, sehr kaputt und ja. Gut, hör auf Simone, es wird nicht gejammert, es wird geklotzt. In diesem Sinne, meine Lieben, wir sehen uns morgen. Ob wir uns hören, kann ich noch nicht sagen, aber wir sehen uns auf jeden Fall.